Stellt euch vor, ihr habt zu Hause irgendeinen Notfall. Ihr braucht schnellstmöglich einen Handwerker. Jetzt heißt es aufpassen, denn offenbar kann man da wirklich an den Falschen geraten. Kann ich nicht empfehlen. 1.851 Euro und musste es sofort zahlen. Abzocker hoch 3. Die Arbeit ist schlecht. Die Preise dafür saftig. Was meine Kollegin Susan bei ihrer Recherche und ihrem Selbstversuch erlebt hat, das war wirklich mies. Das sieht erstmal danach aus, als er keinen Schutzschlauch benutzt. Dann flippe ich ihn gleich richtig aus. Firmen mit fragwürdiger Geschäftspraktik. Und als wir nachgefragt haben, war man davon gar nicht begeistert. Man wollte mir kein Interview geben. Die Tür wurde versperrt. Jetzt habe ich gerade beobachtet, wie wir auch mit dem Handy schon gefilmt wurden. Diese Wespen sind erst wenige Tage tot. Eigentlich wollte Sarah L. aus Bremen das Nest professionell beseitigen lassen von einem Schädlingsbekämpfer. Im Juli sucht sie verzweifelt nach Hilfe. Die Firma Seibel GmbH taucht online ganz oben auf und scheint gut bewertet zu sein. Wir haben bei Google einfach gesucht, Schädlingsbekämpfer Bremen. Und da haben wir relativ viele gute Rezensionen gelesen. Dann habe ich da angerufen, bin in einer Hotline gelandet. Und der Herr von der Hotline sagte mir dann, das wäre kein Problem, mittags zwischen 12 und 2 würde jemand kommen, der würde sich aber noch mal melden. Sarah denkt, der Notdienst komme aus Bremen oder der Umgebung. Doch erst 8 Stunden später, um 17:45, filmt ihre private Sicherheitskamera die Ankunft von 2 Handwerkern. Er rotzt noch mal vor die Tür und entleert seine Nase da. Da habe ich schon gedacht, lecker. Dann geht alles ganz schnell. Die Männer wollen die Wespen mit Schaum behandeln. Dafür müssen sie aufs Terrassendach. Sarahs Mann soll vorab schon mal eine Rechnung unterschreiben, angeblich aus versicherungstechnischen Gründen. Wie sich später herausstellt, ein fataler Fehler. Nach 10 Minuten war der Spuk vorbei. Sie haben sich hier hingesetzt. Er hat dann ausgefüllt, was sein Auftrag war, was er hier verrichtet hat an Arbeit. Und dann sollte ich bezahlen. Das hier ist die Rechnung. 490,63 € sollen Sarah und ihr Mann zahlen, sofort in bar, plus 80 Euro extra für Material, das steht da gar nicht drauf. Und das perfide, Sarahs Mann sollte die Rechnung ja schon vorab unterschreiben. Da war noch gar keine Zahl hier drauf, blanko also. Sarah fühlt sich vor Ort unter Druck gesetzt und zahlt den Betrag sofort in bar. Insgesamt knapp 600 Euro. Die Verbraucherzentrale schreibt, dass man für solche Einsätze mit so 150 Euro rechnen müsste, wenn jetzt kein extra Aufwand betrieben wurde, wie eine Hebebühne zum Beispiel. Die jedenfalls kam bei Sarah nicht zum Einsatz. 150, 600, das Vierfache, ist schon ganz schön happig, oder? Und es kommt noch dicker. Wenige Tage später sind die Wespen wieder da. Sarah versucht, die Handwerker zu erreichen, will, dass sie nachbessern. Ich habe angerufen, mein Mann hat angerufen, meine Mutter hat angerufen, also 3 verschiedene Telefonnummern. Und sie haben sich nicht gemeldet. Dann habe ich bei der Hotline angerufen und habe mich beschwert. Er sagte dann, dass er sofort den Mitarbeiter kontaktiert. Und das hat er vielleicht auch gemacht, weiß ich nicht, aber es kam keine Meldung bei mir an. Die Hotline, die Sarah L. angerufen hat, gehört der Firma Seibel GmbH und Co. KG. Doch auf der Rechnung steht eine ganz andere Firma, die Wilde Haustechnik. Wie Susan später erfährt, wurde diese wiederum von der Firma Helms Gebäudetechnik in Düsseldorf beauftragt. Im Firmenregister findet sich weder die eine noch die andere Firma. Es gibt keine wirkliche Website oder offizielle Telefonnummer. Irgendwie dubios. Wir gucken uns das nochmal genauer an. Die Seibel GmbH bezeichnet sich selbst als Vermittlungsservice. Die Firma schaltet deutschlandweit auch weitere Webseiten. Diese heißen mal Seibel 365 für Hamburg, mal Kammerjäger Huber, elektriker24.de oder Notdienstzentrale 24. Nur im Impressum erkennt man, dass hinter all diesen verschiedenen Seiten eine einzige Firma steckt, die Seibel GmbH aus Regensburg, Geschäftsführer laut Impressum Michael Simmendinger. Die Firmen, die bei Sarah wegen der Wespen waren, die konnten wir leider nicht erreichen. Dafür haben wir die Seibel GmbH kontaktiert, denn dort hatte Sarah ja auch ursprünglich angerufen, als sie das Problem hatte. Wir hatten Fragen zu dem Fall von Sarah, aber auch generell zu den ganzen Geschäftspraktiken. Zuerst haben wir keine Antwort erhalten. Susan macht sich kurzerhand auf den Weg nach Regensburg, zum Firmensitz der Seibel GmbH und Co. KG. Dort sitzt nicht nur Seibel, sondern auch wieder die Notdienstzentrale 24. Eine
Anfrage per E-Mail geschickt. Ich habe um Stellungnahme gebeten, da hat niemand geantwortet. Wäre das möglich, dass mir vielleicht jemand antwortet? Herr Simmendinger ist momentan nicht im Büro. Ich glaube, er ist krank aktuell. Der ist krank? Ja, dann würde ich mich freuen, wenn Sie sich nochmal melden. Ja? Okay, super. Auf jeden Fall werden wir jetzt noch beobachtet. Man wollte mir kein Interview geben. Die Tür wurde versperrt. Jetzt habe ich gerade beobachtet, wie wir auch mit dem Handy schon gefilmt wurden. Die diskutieren da jetzt noch, verstecken sich hinter der Scheibe. Und jetzt werden die Rollos zugefahren. Am nächsten Tag meldet sich der Anwalt der Firma Seibel bei uns. Offenbar hat man ihm von unserem Besuch erzählt. Es gibt ein paar Nachfragen, aber dann sollen wir Antworten bekommen. Dazu später mehr. Susan entdeckt eine weitere Firma mit dem Namen Seibel GmbH. Sie macht sich auf den Weg nach Niedersachsen. Wir fahren jetzt zu einem Handwerksbetrieb in Niedersachsen, in Ilsede. Die haben einen ganz ähnlichen Namen wie die Firma aus Regensburg. Und das führt leider bei denen wohl dazu, dass sich regelmäßig Leute über schlechte Arbeiten und viel zu hohe Preise beschweren. Und genau, mit denen werde ich jetzt mal reden. Vor einigen Jahren hat Roland Hiller den Betrieb Seibel Heizung Sanitär Solar GmbH von seinem Onkel, einem Herrn Seibel, übernommen. Die meisten Kundinnen und Kunden sollen stets zufrieden sein. Online gibt es jedoch nur 2,9 Sterne. Das letzte war vor 3 Wochen hier zum Beispiel. Wir hatten einen Termin zwischen 10 und 11 Uhr, bei dem keiner aufgetaucht ist. Hier, nutzen die Gelegenheit der Leute aus und kassieren im Voraus. Danach ist niemand mehr zu erreichen. Kassiert ihr dann im Voraus? Nein, niemals. Also wir schreiben vor Ort beim Kunden immer einen Arbeitsbericht und der Kunde unterschreibt uns das, dass wir da gewesen sind. Auch die Zeit ist alles drin und die Rechnung wird ja später erst geschrieben. Ja. Also wir kassieren nie bar vor Ort. Ja. Niemals. Was bedeutet das dann für eure Firma? Wie wichtig ist das, dass man gut dasteht, sage ich mal, bei Google? Ich werde schon auch von anderen Leuten darauf angesprochen, was ist denn da bei euch los? Also es ist natürlich ein schlechtes Feedback irgendwo, wo ich dann mir auch sage, das kann es ja wohl nicht sein. Also man gibt sich hier Mühe, versucht ehrliche Arbeit abzuliefern und kriegt dann so eine schlechte Bewertung. Um klarzustellen, dass er nichts mit der anderen Seibel GmbH zu tun hat, schaltet Roland Hiller auf seiner Website einen Hinweis. Doch noch immer beschweren sich Leute bei ihm. Es war irgendwie alles vertreten. Manche waren auch ganz ruhig, die haben das halt auch relativ schnell verstanden. Und andere, die haben das erst gar nicht geglaubt, dass wir da gar nichts mit zu tun haben. Man muss halt viel aufklären. Das hat ja auch viel Zeit in Anspruch genommen, auf E-Mails antworten, Telefongespräche führen. Eine Umbenennung der Firma kommt für ihn nicht in Frage, denn hier in der Gegend hat sein Name einen guten Ruf. Wir schauen uns nochmal Bewertungen der Seibel GmbH aus Regensburg an. Es gibt über 1000 Rezensionen, 5 Sterne oder einen, Durchschnitt 3,7. Die negativen Bewertungen sind ähnlich. Kann ich nicht empfehlen. 1851 Euro und musste es sofort zahlen. Abzocker hoch 3. Was ist dran an all diesen schlechten Bewertungen? Um es herauszufinden, hat Susan ein Haus in Hamburg gemietet und 2 Rohrreinigungsspezialisten für einen Handwerkertest gesucht. Mit Haaren und Watte verstopfen die den Abfluss des Waschbeckens. Ein Fachmann müsste das Problem in 10 Minuten beseitigt haben. Was denkt ihr, was könnte das dann kostenmäßig bedeuten? Also um es über den Daumen zu schätzen, müsste es ungefähr zwischen 150 und 200 Euro liegen. Die Rechnung nachher. Mit allen drum und dran. Mit allen drum und dran. Genau. 150 bis 200 Euro. Mit dieser Zahl im Kopf ruft Susan über die Website seibel-hamburg.de den Notdienst an. Einen schönen guten Tag. Ich habe ein Problem mit meinem Waschbecken. Ja, Waschbecken ist verstopft, genau, im Badezimmer. Die Postleitzahl. Okay. Wo sitzen Sie denn? In Regensburg, okay. Okay, aber ich bin jetzt in Hamburg. Ich hatte gedacht, das ist jetzt so ein Hamburger Notdienst. Ach, Sie haben auch einen Standort in Hamburg, okay, gut. Bar oder EC, okay. 69 Euro für die Anfahrt, okay. Danke, tschüss. Bargeld oder EC, das ist schon mal ein bisschen merkwürdig, oder? Ja, das scheint eigentlich schon nach Abzocker, oder? Es ist 12.30 Uhr, jetzt heißt es warten. Der Handwerker soll zwischen 15 und 17 Uhr eintreffen, hieß es am Telefon. Angeblich sollten die Handwerker ja vom Hamburger Standort kommen. So hatte man es Susan am Telefon gesagt. So gegen 17 Uhr rief dann der Handwerker an und sagte, er verspätet sich.
Erst gegen 20.30 Uhr, also insgesamt 8 Stunden, nachdem Susan bei der Seibel GmbH angerufen hat, treffen zwei Handwerker ein. Unsere Experten haben sich im Schlafzimmer versteckt, beobachten von dort das Ganze. Als erstes schraubt einer von den beiden den Siphon ab und holt Haare und Watte heraus. Dann nimmt der andere eine Druckpumpe zur Hand, benutzt sie aber offenbar nicht richtig. Mach doch was, siehst du das? Mit seinem komischen Druckding da. Siehst du es gesehen? Ja, ja, der schießt das da rein, ja. Ja. Das sieht aber nicht so aus, als hätte er aber heute schon mal benutzt, das Ding. Das sieht erstmal danach aus, als er keinen Schutzschlauch benutzt. Dann flippe ich ihn gleich richtig aus. Das auch. Nach etwa 20 Minuten ist das Waschbecken wieder frei. Dann gibt's die Rechnung, aber Seibel steht nicht drauf. Dafür eine Endsumme von 350,29 Euro, zahlbar sofort. Doch erstmal geben wir uns zu erkennen. Moin. Moin. Wir sind vom NDR. Und zwar geht's um die Firma Seibel, die wir angerufen haben. Okay. Kommt ihr direkt über die Firma Seibel? Ich bin selbstständig, aber arbeite auch für die Firma Seibel. Okay, und wie könnt ihr uns erklären, wie das läuft, wie viel von den Kosten quasi an die Firma abgetreten werden? Das ist Datenschutz, dazu darf ich nichts sagen. Mit 350 Euro ist die Rechnung fast doppelt so hoch, wie unsere Experten es für angemessen hielten. Aber wie viel davon geht denn an die Seibel GmbH? Denn dort hatten wir in diesem Fall auch angerufen. Auf Nachfrage schreibt man uns: Wir bitten um Verständnis dafür, dass zu Unternehmensinterner nicht Stellung genommen wird. Wir fragen die Handwerker, von welchem Seibel-Standort sie denn kommen. Woher seid ihr jetzt genau gekommen? Seid ihr aus Hamburg gekommen oder wie weit ist jetzt eure Anreise? Wir sind jetzt auf Montage. Ich habe eine Firma, die ist gemeldet in Duisburg. Auch zum Fall von Sarah mit den Wespen vom Anfang des Films haben wir Rückmeldung von der Seibel GmbH bekommen. Man schreibt uns, dass die Beschwerde eingegangen ist und die Mail dann an die Firma weitergeleitet wurde, die bei Sarah vor Ort im Einsatz war. Sarah hatte eine Fristverlängerung zur Nachbesserung angeboten. Und weiter schreibt uns die Seibel GmbH dann: Danach erfolgte keine erneute Kontaktaufnahme seitens der Kundin, sodass diesseits von einer für die Kundin zufriedenstellenden Lösung der Angelegenheit ausgegangen wurde. Sarah hätte also nochmal nachhaken müssen, nachdem sie sich schon zweimal dort gemeldet hatte und von den Handwerkern so gar nichts zurückkam. Wären sie wiedergekommen und hätten das anständig noch mal nachgebessert, dann hätten wir die Summe vielleicht hingenommen, hätten uns ein bisschen geärgert, dass es 600 Euro gewesen wären, aber man hätte es dann hingenommen. Aber dieses gar nicht wiederkommen, gar nicht melden und dann noch nicht mal richtig gut arbeiten, das ist schon unverschämt. Natürlich haben wir die Seibel GmbH auch gefragt, wie sie sich den hohen Preis erklären. Dazu schreibt man uns, dass man darüber nicht ausreichend Informationen vorliegen habe. Da der Auftrag in einer Höhe von 6 Metern ausgeführt worden ist, gehen wir jedoch davon aus, dass die Firma Helms für die Durchführung des Auftrags wesentlich mehr Aufwand betreiben musste, als es bei einer durchschnittlichen Wespenbekämpfung der Fall ist. Was lernen wir aus der ganzen Sache? Wenn man wirklich einen dringenden Notfall zu Hause hat, dann sollte man trotzdem sehr genau hinschauen, auf wessen Hilfe man sich dann verlässt. Generell gilt, besser einen ortsansässigen, lokalen Handwerker. Schaut da ins Impressum. Vergleicht Rezensionen und Erfahrungsberichte. Schaut nach klaren Preis- und transparenten Geschäftsstrukturen und sprecht auch gerade das Geld vielleicht schon mal vorab am Telefon zum Beispiel an und macht einen Festpreis. Unterschreibt nichts blanko, bevor die Arbeit getan ist. Und zahlt auch nicht mehr, als vorab vereinbart wurde. Lasst euch dann nicht unter Druck setzen. Was habt ihr schon erlebt? Schreibt's gerne in die Kommentare, lasst ein Like da. Und wenn euch der Film von meiner Kollegin und die Recherche meiner Kollegin Susan gut gefallen hat, dann schaut auch mal in einen von diesen Filmen hier rein. Vielleicht ist was für euch dabei. Ansonsten kommt demnächst schon die neue Folge von FYI, unsere Recherche, dein Vorteil.